Zu spät genommen, dieser Ball von Korda. Der erste Doppelfehler von Peter Korda und damit verbunden der erste Aufschlagverlust. Eine Begegnung, wie es zu erwarten war, mit sehr vielen technischen Feinheiten. Vor allen Dingen Stich spielt sehr variabel, was die Tempogestaltung angeht. Dieser Ball klatschte auf die Plastiklinie und dann gab es keinen normalen Ballabsprung mehr. Brillant gespielt. Sehr variabel, speziell auf der Rückhandseite. Mit dem Wechsel von unterschnittenen, überrissenen und glattgeschlagenen Bällen. Michael Stich ist bisher in dieser Begegnung der aktivere Spieler. Peter Korda kann häufig nur reagieren.
Might make the visitors more fierce than ever. A fascinating series is in store, featuring 3 one-day internationals and 6 tests. We begin the Sky Sports coverage on the 19th of May with a Tetley Bitter Challenge match as Somerset face the touring side over 3 days, exclusively live. Watch the West Indies Tour of England on Sky Sports, the home of international cricket. Here's great news about the great fleet. 90 auch im Finale des Grand Slam Cups aufeinander in München. Als Peter Korda diese begeisternde Partie gegen Pete Sampras gewonnen hatte und dann auch im Finale gegen Michael Stich erfolgreich war, der ja zuvor mitentscheidend dazu beigetragen hatte, dass die deutsche Mannschaft den Davis-Pokal gewann gegen Australien, und der dann auch bei der ATP-Weltmeisterschaft erfolgreich war. Nehmen Sie schnell Platz, danke. Stich würde ja gern mal wieder ein Turnier gewinnen, denn der letzte Turniererfolg, den errang er im vergangenen Jahr in Halle auf Rasen. In diesem Jahr 2-mal im Endspiel, in München in der Vorwoche, wie gesagt, und dann in Stuttgart, wo er in 5 Sätzen gegen Richard Krajicek unterlegen war. 0-15, Love 15. Null 40, Love 40. Von den letzten 10 Punkten hat Peter Korda einen einzigen gewonnen. Check the mark, please. War gut zu erkennen in diesem Fall, der Abdruck. Häufig ist ja das Problem, dass es so viele Abdrücke gibt, dass man gar nicht mehr genau weiß, welcher es eigentlich war. Spiel. Und das war der dritte Doppelfehler von Peter Korda, der zum zweiten Mal zum Abschluss seines eigenen Aufschlagspiels einen Doppelfehler produziert. 5:1 Führung für Michael Stich nach bisher gespielten 28 Minuten. Und Peter Korda im Moment in einem Leistungstief. Das ist Tony Pickard, den ich vorhin schon ansprach. Seit einer Woche neuer Trainer von Peter Korda, nachdem er ja über Jahre mit zuständig war für die vielen Erfolge von Stefan Edberg. Pickard selbst früher ein hervorragender Tennisspieler, der auch für England im Davis-Pokal eingesetzt wurde.
The right signal. 30 love. Drei Satzbälle für Michael Stich. Also, da gab es doch nach dem ersten verlorenen Aufschlagspiel von Peter Korda zum 1:3 einen Leistungsknick und zufriedene Mienen in der Box von Michael Stich mit Ehefrau Jessica, Niki Pilic, Professor Keul, der Mannschaftsarzt und davor der Herr mit der Mütze im Augenblick ein bisschen verdeckt von einigen Besuchern. Das ist Nick Marchand. Jetzt ist er zu erkennen, der Trainer von Michael Stich, der diesen ersten Durchgang nicht nur vom Ergebnis her sehr souverän gestaltet hat. Was auffällt im Spiel des gebürtigen Pinnebergers ist die Tatsache, dass er auf der Vorhandseite doch erheblich stärker geworden ist. Das war ja früher oft das Problem, dass Stich da viele Fehler unterliefen. Aber derzeit diktiert er diese Begegnung ganz eindeutig, auch weil Peter Korda nach dem 1:3 doch arg nachgelassen hat. Dem Prager viele Fehler unterlaufen sind. Und in den letzten drei Spielen hat Korda ganze 3 Punkte gemacht. Die Fehlerquote stark ansteigend. Das Jahr begann eigentlich für Korda gar nicht schlecht. Er kam 2-mal in Folge ins Halbfinale in Dubai und in Mailand, wo er übrigens gegen Boris Becker dann in 3 Sätzen unterlegen war. Aber anschließend folgte dann eine Niederlagenserie für Peter Korda mit Erstrunden-Ausscheiden in Stuttgart, Key Biscayne, Monte Carlo und München. Nur in Indian Wells, da erreichte er zumindest die 2. Runde. Zweiten Satz, Aufschlag, Korda. Wie Stich ist übrigens auch Korda, ein hervorragender Doppelspieler, hat in seiner Laufbahn 9 Titel errungen. Stich tritt hier in Hamburg übrigens auch im Doppel an der Seite von Martin Sinner. Michael Stich geht gleich hinüber, sagt, den Ballerdruck brauchen wir gar nicht prüfen, auch wenn der Schiedsrichter ausgegeben hat, der Ball war gut.
40, 30, 40, 30. Einstein, tschüss. Fertile quarter. Spiel quarter. Letztes Spiel, zweiten Satz. Nach 5 Spielverlusten in Folge ist Peter Korda wieder einmal erfolgreich. Teilweise durch eigenes gutes Spiel, teilweise durch vermeidbare Fehler von Michael Stich. Korda ist ja ein Mann, der mehr von seiner Vorhand als von der Rückhand lebt. Aber in jedem Spiel gibt es 1, 2 Bälle, die er total verzieht. Da merkt man, dass er von seiner Bestform einfach derzeit weit entfernt ist. Es könnte übrigens ein Sieg von Michael Stich vorausgesetzt in der nächsten Runde eventuell zu einer Neuauflage des Finals von München kommen, denn auf Platz 1 spielt derzeit Wayne Ferreira, der Südafrikaner, der ja in München in 2 Sätzen gegen Stich erfolgreich war, gegen Karel Kučera aus der Slowakei. Da steht es derzeit 2-2 im dritten Satz. Immer wieder ein schönes Bild, dieser Center Court hier am Hamburger Roten Baum, der ja im Hinblick auf das Turnier im kommenden Jahr noch einmal umgebaut und erweitert wird. Das Fassungsvermögen wird sich steigern und dann soll es auch ein Dach geben, das man dann schließt, wenn es regnen sollte, um diese Regenunterbrechungen, die es hier ja in diesem Jahr wieder einmal zuhauf gegeben hat, dass die verhindert werden. Simpson 15 all.
Absoluter Notschlag in dieser Phase von Michael Stich. Und ich denke, dass Korda mit einem Lob besser beraten gewesen wäre, denn Stich war doch sehr eng aufgerückt ans Netz. Das war so ein Vorhandball, den man früher nicht allzu häufig von Stich gesehen hat. Immer häufiger gelingen ihm auch Gewinnschläge mit der Vorhand von der Grundlinie. Mit einer Ausnahme hat Michael Stich all seine Aufschlagspiele mit großer Souveränität gewonnen. Imponierende Länge in dieser Phase im Spiel von Michael Stich. Vogtei, Stich.
Einstein. Tschüss. Voltaj, stich. Ja, also für einen Doppelfehler ist Peter Korda eigentlich immer gut und meistens präsentiert er den zum Abschluss eines eigenen Aufschlagspiels. Zum dritten Mal ist das nun der Fall. Zum dritten Mal verliert Peter Korda ein Aufschlagspiel und Michael Stich geht im zweiten Satz mit 2:1 in Führung. Stich, der sehr gut retourniert, auch nach ersten Aufschlägen von Peter Korda, der meistens bei längeren Ballwechseln die Oberhand behält und der die Fläche des Platzes besser ausnutzt, viel winkliger spielt als Peter Korda. Und Korda hat Probleme auf der Rückhandseite. Da unterlaufen dem 27-Jährigen, der in diesem Jahr in der Weltrangliste von Position 19 zu Beginn des Jahres auf Rang 57 zurückgefallen ist, da unterlaufen Korda auf der Rückhandseite doch viele, viele Fehler. Da fehlt ihm einfach die Sicherheit im Spiel. Und das erkennt natürlich ein Mann wie Michael Stich. Time. Bitte nehmen Sie Platz. Also momentan spricht alles für einen Erfolg des 26-jährigen Michael Stich, derzeit Achter in der Weltrangliste. I'm surprised Edberg hasn't given him a ring after seeing the way he played in Monte Carlo. Null Fimsen, Law 15. Interesting, isn't it, that Stich should advise himself in English. Done that quite often in the match. Little comments to himself. Why not in German, in Germany? Well, when they're at their best, their minds go into deep bunkers of concentration. I suppose down there anything can come out. What a lovely point there. Stich was doing all the attacking, really. Blistering shots across court. Well, perhaps just a little break in the clouds for Peter Korda. Two games all. He's cancelled out that early service break by Stich. There might be a bit of a signpost, that, for Korda, because it's the first time he's broken Stich in this match. And he's broken him to love.
course, the most exciting point Korda has played. And that not only excites the crowd, it'll excite Korda. 15 minutes. It sure will. It's a good jump for this, because an excellent shot by Stich. As long as Korda got it over, he was going to win the point. Korda did a 360-degree turn there and found himself a little bit disorientated for the final shot by Michael Stich. Nobody, but nobody, looks more harassed on a tennis court than Peter Korda. Well, what Stich is doing at the moment is just missing with some mighty fine shots, but they're just missing, and that's likely to become frustrating. For sure. Before the ball hit the net, that wasn't right. Korda's just beginning to string a few together. 3-2, he leads second set. 3-1 set to love. Zu spät genommen, dieser Ball von Korda. Spiel Stich. Der erste Doppelfehler von Peter Korda und damit verbunden der erste Aufschlagverlust. Eine Begegnung, wie es zu erwarten war, mit sehr vielen technischen Feinheiten. Vor allen Dingen Stich spielt sehr variabel, was die Tempogestaltung angeht. Right to me, 30 love.
Dieser Ball klatschte auf die Plastiklinie und dann gab es keinen normalen Ballabsprung mehr. Vorteil, Stich. Ja, das ist brillant gespielt. Sehr variabel, speziell auf der Rückhandseite. Mit dem Wechsel von unterschnittenen, überrissenen und glattgeschlagenen Bällen. Spiel ist nicht. 4-1. 4-1. 4-1.